Klar, ein Katzenleben bringt einiges an Herausforderungen mit sich. Aber eine Sorge haben sie doch weniger als wir. Wenn es ums Essen geht, fällt die Entscheidung nicht schwer. Wir müssen uns zwischen Croissant oder Frühstücksflocken entscheiden, zwischen Kaffee oder Tee, Coq au vin oder Bratwurst. Bis zu 200 Entscheidungen treffen wir jeden Tag zum Thema Essen. Allein der Einkauf. Fast täglich müssen wir in irgendeinem Supermarkt aus durchschnittlich 12.000 Produkten auswählen. Diese ganzen Faktoren, diese visuellen Faktoren, die psychologischen Faktoren, der Geschmack, das alles überfordert uns. Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was wir wirklich essen sollen. Dabei könnte es doch so einfach sein. Seit den 1960er Jahren gibt es Drinks, in denen sämtliche Nährstoffe enthalten sind, die der Mensch braucht. Die Astronautenkost. Anrühren und fertig. Das aber hat sich nicht durchgesetzt. Denn offenbar wollen wir sie, die Qual der Wahl. Und das hat durchaus was Gutes mit sich gebracht. Wenn wir Pflanzenfresser geblieben wären, bin ich davon überzeugt, dass unsere Entwicklung nicht so rasant und so rasch vorangeschritten wäre. Dann wären wir noch auf dem Niveau von den Vormenschen. Allerdings, wir entscheiden uns nicht immer für das, was für uns eigentlich das Beste wäre. Die Lebensmittelindustrie musste dem Essen etwas beimischen, damit wir mehr wollen. Früher war Kokain im Essen, das ist jetzt illegal. Also wurde eine andere, legal abhängig machende Substanz gefunden. Wer oder was steuert unsere Wahl? Warum essen wir, was wir essen? Vor langer, langer Zeit war das ganz einfach mit der Essensauswahl. Zum urmenschlichen Essinstinkt, der wollte zunächst erstmal nur Kalorien aufnehmen und essen, weil es wenig gab. In der Urzeit gab es einfach das, was für uns gerade an einem bestimmten Ort in der Natur verfügbar war. Ein paar Beeren und Wurzeln, manchmal dazu noch Nüsse, mit etwas Glück Fisch oder etwas, was ein anderes Tier übrig gelassen hatte. Die Auswahl hing von der Jahreszeit ab. Doch dann passierte etwas, das alles verändern sollte. Wir begannen zu jagen. Wenn Sie jagen, müssen Sie eine Strategie entwickeln. Sie müssen ein Abstraktionsvermögen haben, was die Beute denn macht. Dazu braucht man ein großes Gehirn. Es begann eine Parallelentwicklung. Bessere Jagdtechniken und mehr Protein ließen unser Gehirn immer größer werden. Als wir uns weiterentwickelt haben und nicht mehr auf Zufallsfunde oder auf Aas angewiesen waren, um proteinreiche Nahrung in Form von Fleisch zu bekommen, sind noch weitere Entwicklungsprozesse in Gang gekommen. Wir haben uns Werkzeuge ausgedacht, mit denen man nicht nur Pflanzen ernten, sondern Tiere erlegen und töten konnte. Richtig große Tiere bedeuteten richtig viel Protein. Ohne die Möglichkeit einer proteinreichen Ernährung hätten wir uns sicherlich nicht dahin entwickeln können, wo wir heute sind. Unsere Entwicklung hat sich plötzlich extrem beschleunigt. In den ersten paar Millionen Jahren tut sich am Gehirn unserer menschlichen Vorfahren wenig. Als die steinernen Werkzeuge ins Spiel kommen, geht es steil bergauf. Die Nutzbarmachung des Feuers spielte dagegen keine so große Rolle. Heute ist unser Gehirn mit ca. 1500 Kubikzentimetern etwa dreimal so groß wie vor der Fleischesserzeit. Aus der Grapefruit wurde ein Rotkohl. Der Mensch entwickelte immer ausgefeiltere Methoden, um seine Nahrung sicherzustellen und vielfältiger zu machen. Mit dem Ackerbau kamen Einkorn, Emmer und Gerste auf den Speiseplan. Dann lernten wir, unser Essen zu konservieren. Wir legten Gemüse in große Tontöpfe mit Essig ein. Und irgendwann begannen wir, in Küchen zu kochen. Erste Kochrezepte mit Kräutern und Gewürzen stammen aus Mesopotamien.
Die Palette wuchs immer weiter. Der entscheidende Antrieb bei der Essensauswahl blieb aber vorerst derselbe. Hunger. Ein gemeines Gefühl. Wir werden energielos und schlapp. Es gibt einen großen Faktor, der unsere Sättigung mitbestimmt. Das ist der Blutzuckerspiegel. Es gibt nämlich im menschlichen Körper manche Zellen, die brauchen unbedingt Glukose, um zu funktionieren. Das ist zum Beispiel sind die roten Blutkörperchen oder einige Gehirnzellen. Deswegen versucht der Körper, den Blutglukosespiegel, also den Blutzuckerspiegel, in gewissen Schranken zu halten. Und wenn der jetzt zu niedrig wird und abfällt, dann registrieren das manche Zellen, zum Beispiel im Magen oder in der Leber. Und die sagen dann, hey, bitte hungrig werden, weil wir brauchen wieder mehr Blutglukose, damit die Zellen versorgt sind. Das Hungergefühl selbst entsteht dann im Hypothalamus. Das ist unser Steuerungszentrum. Es sorgt für unsere innere Ausgeglichenheit. Dass unsere Körpertemperatur stimmt, wir genügend Schlaf bekommen, unser Blutdruck passt und auch, dass jede Zelle in unserem Körper mit genügend Energie versorgt ist. Wenn das nicht der Fall ist, trifft dort ein Signal ein, das uns geradezu verwandelt. Wenn ich hungrig bin, werde ich zunächst mal ganz ruhig, ziemlich zurück, versuche nicht an das Essen zu denken, sondern auch an die Aufgabe vielleicht, die einem vor einem liegt. Ich werde richtig unleidlich und es gibt dann auch einen Punkt, wo die Außenwelt auch klar merkt, man muss ihr jetzt was zu essen geben. Und man riecht die und es duftet und man will unbedingt das Essen und man kann sich gar nicht mehr auf seine eigene Tätigkeit konzentrieren. Wenn man dann irgendwo an einer Frittenbude vorbeikommt, dann ist natürlich ein Snack auch gerne willkommen. Hunger ist einer der stärksten Triebe des Lebens, der sofort zum Handeln motiviert. Wer hungrig ist, ist meist nicht sehr wählerisch, denn es muss schnell gehen. Aber wir brauchen nicht nur irgendwas zum Essen. Man denkt beim Essen so landläufig immer an Kalorien. Aber Essen ist halt so wahnsinnig viel mehr als Kalorien. Unser Körper, der braucht zum Beispiel die Basis, das Grundgerüst. Das sind die Knochen und die Muskulatur. Das ist zum Beispiel jetzt das Chassis von diesem Auto. Und wir brauchen Proteine, wir brauchen Fette für die Zellmembran. Der Körper braucht Mikronährstoffe, also Vitamine und Spurenelemente. Und erst wenn ich all diese Teile habe, kann ich quasi mich als Körper zusammensetzen, so wie dieses Auto. Aber das reicht noch nicht. Ich brauche noch ein paar Werkzeuge, zum Beispiel Enzyme, die in meinem Körper funktionieren. Und so ergibt quasi unser Stoffwechsel erst als komplett geölte Maschinerie wirklich Sinn und kann zu ausreichend Lebensenergie und Fitness führen. Was wir immer mögen, ist süße Nahrung. Dafür haben wir eine evolutionär bedingte Vorliebe. Aber zum Glück gibt es die sensorische Sättigung. Irgendwann reicht's auch mit süß. Denn wir sind mit einem recht guten intuitiven Gespür für das Richtige zur Welt gekommen. Studien haben gezeigt, Kleinkinder greifen zu ganz unterschiedlichen Sachen, wenn man ihnen die Wahl lässt. Sogar Gemüse. Das liegt daran, dass nicht nur der Hungerreiz des Hypothalamus zählt, sondern viele verschiedene Rezeptoren in unserem Körper Signale auslösen. Unter anderem für Nährstoffmangelzustände. Das kann dann zu einem ziemlich konkreten Verlangen führen. Wir als Menschen haben eigentlich bei uns ein System eingebaut, was dazu führt, dass wir immer das essen, was wir gerade brauchen. Also die richtigen Nährstoffe. Und die Kleinkinder haben das eigentlich noch. Es wird uns aber ganz schnell abtrainiert. Also wenn zum ersten Mal gesagt wird, Mensch, du musst jetzt einen Teller aufessen, damit das Wetter morgen schön wird, ist schon ein Teil der internen Regulation kaputt gegangen. Insofern ist es tatsächlich so, dass jetzt eben umso älter wir werden, umso mehr verlieren wir diese Fähigkeit. Dementsprechend ist auch das, was wir so als Hunger annehmen, ganz häufig auch wirklich eher Appetit. Und der Appetit nimmt noch zu, sobald das Angebot größer wird. Er kommt aus dem Lustzentrum des Gehirns. Sendet er uns ein Zeichen, hat der Hunger nicht mehr viel zu melden und wir essen bedeutend mehr, als notwendig wäre. Wenn man sich die Gründe aller anschaut, aus denen wir essen, und davon gibt es eben ganz viele, ist Hunger wirklich nachrangig. Eine Studie hat gezeigt, dass es neben Hunger 14 weitere Gründe dafür gibt, warum wir essen, was wir essen. Weil es uns schmeckt, aus Gewohnheit, aus Gesundheitsgründen, weil es bequem ist, Spaß macht oder preiswert ist, aus traditionellen Gründen,
weil es natürlich ist, wir in Gesellschaft sind, es toll aussieht, wir auf unser Gewicht achten wollen, uns soziale Normen oder unser Image wichtig sind und weil wir uns vom Essen positive Gefühle erhoffen. Ich würde den Hunger ganz unten einsortieren. Also wenn wir jetzt jemanden nehmen, in meinem Alter beispielsweise, dann ist Hunger also vielleicht so unter den letzten 5. Das Hungergefühl ist ein Instinkt, der in unserer Natur liegt. Doch von der haben wir uns im Laufe unserer Entwicklung kontinuierlich entfernt. Je komplexer unsere Zivilisation wurde, desto mehr Faktoren kamen für die Wahl unseres Essens ins Spiel. Das Arbeitsleben zum Beispiel. Unsere Familien. Das soziale Umfeld. Und neuerdings auch unsere Haltung zu Natur und Umwelt. In wenigen Jahrtausenden haben wir uns stark verändert. Wir tragen zwar nach wie vor etwas Natur in uns, wie dieser wilde Löwenzahn. Was unser Essen angeht, sind wir aber eher so etwas wie eine sorgsam gezüchtete Kulturpflanze geworden. So wie diese prächtige Bartnelke. Wir haben verlernt, uns rein instinktiv zu ernähren. Aber wenn wir jetzt also den Löwenzahn als Symbol praktisch für die Natur, Ursprünglichkeit nehmen, dann sind all die evolutionären Aspekte, Süßpräferenz, sensorische Sättigung, auch die Lust auf Energiereiches, die würde ich so auf diese Stufe praktisch setzen. Die Bartnelke, die einfach viel komplexer ist in ihrer Zusammensetzung, das könnte man jetzt als Symbol nehmen für zum Beispiel dann die vielen psychologischen, gesellschaftlichen, sozialen Ursachen, die uns eben auch zum Essen bringen. Damit verbunden sind komplexe Gefühle. Sie steuern unsere Entscheidungen, was wir essen und warum wir auf so viele unterschiedliche Dinge Lust haben. Gefühle sind nichts Abstraktes. Man kann sie messen, sogar sichtbar machen. Denn all unsere Erfahrungen werden im Belohnungssystem mit einem Gefühl verknüpft. Im Belohnungssystem wird jede Erfahrung, die wir machen, mit einem guten oder einem schlechten Gefühl verbunden. Das gilt auch für das Essen. Beteiligt sind mehrere Teile des Gehirns, die sofort auf bestimmte Stoffe reagieren und für den Ausstoß von Botenstoffen sorgen. Zum Beispiel bei der Zufuhr von Zucker. Das Belohnungssystem bewertet aber nicht nur den Geschmack, sondern auch all das, was um das Essen herum geschieht. Zwingt mich jemand, das zu essen? Habe ich Spaß am Essen? Bin ich in netter Gesellschaft beim Essen? Das führt dazu, dass wir bestimmte Dinge besonders mögen. Die würzigen Bratkartoffeln, wie sie unsere Oma gemacht hat. Die samtigen Eclairs bei der besten Freundin. Aber es entscheidet auch über unsere Abneigungen. Das komische Grünzeug, das wir als Kinder essen sollten. Oder die torfige Hühnersuppe, nach der uns irgendwie komisch war. Manches finden wir ein Leben lang schrecklich, weil wir eine bestimmte Erinnerung damit verbinden. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mir im Kindergarten immer in die Haferflocken so Traubenzucker reingemacht hat. Und das konnte ich überhaupt nicht. Aber Käse ist für mich ein Nahrungsmittel, was ich vermeide. Es ist der Geruch, es ist die Konsistenz und es ist die Vorstellung, dass es sich dabei um geronnene, verdorbene Milch handelt. Es gibt einiges, das ich nicht gern esse. Ich hasse Bananen, wie wär's damit? Als Kind aß ich jede Menge Bananen. Jetzt stößt mich der Geruch ab. Warme Milch, aber egal in welcher Konstellation. Also Pudding, am schlimmsten wirklich, wenn so Haut drauf ist. Also da dreht sich bei mir alles um und das funktioniert nicht. Andererseits kann Essen, mit dem wir positive Dinge verbinden, auch später eine Art Seelentröster werden. Aber warum ist das meistens etwas Süßes? Das kann was damit zu tun haben, dass wir eben vor allem in so ganz positiven Runden feiern, Geburtstage, ja, der Brokkoli häufig nicht im Vordergrund steht, sondern der Geburtstagskuchen, Kekse, Schokolade. Also eben auch wieder die süßen Dinge. Essen steuert unsere Gefühle und wir steuern unsere Gefühle mit Essen. Wenn wir erwachsen sind, entscheiden wir kaum noch instinktiv, was wir essen. Das Kommando haben Emotionen. Und genau das ist unsere Achillesferse.
weil uns ein gutes Gefühl zum Essen verleitet, egal ob es gesund ist oder ungesund, setzen diejenigen, die davon profitieren, was wir essen, genau da an. Lebensmittelkonzerne überlassen nichts dem Zufall. In den 1930er Jahren wurden in den USA die ersten Supermärkte eröffnet. Heute gibt es 40.000 davon in Deutschland. In Frankreich gibt es mehr als 2.000 Hypermarchés, also Riesensupermärkte, die über 5.000 Quadratmeter groß sind. Die durchschnittliche Verkaufsfläche hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Das Angebot vervierfacht. Jedes Jahr kommen 20.000 neue Produkte auf den Markt. Doch diese Vielfalt täuscht. Fast alles, was wir in Deutschland kaufen, kommt von nur 8 Konzernen. 8! Richtig gehört. 8 Konzerne bestimmen praktisch alles, was wir an Nahrung zur Verfügung haben. 8 Konzerne, die um unsere Gefühle kämpfen. Und natürlich will jedes Produkt gekauft werden, beziehungsweise der Hersteller möchte, dass es im Einkaufswagen landet. Also müssen sich die Hersteller gegenseitig übertrumpfen. Jeder muss noch lauter werden, noch besseres Argument haben, noch auffälliger sein, noch besser knuspern, noch besser schmecken und noch mehr Emotionen mit der Werbung vermitteln, damit dann genau dieses Produkt gekauft wird. Und das ist ein harter Konkurrenzkampf. Es geht darum, herauszufinden, wie man uns mit Essen glücklich macht. Wann wir und mehr denken. Mit gezüchteten Zungenzellen wird beispielsweise in einer Petrischale getestet, ob wir etwas als bitter wahrnehmen würden. Mit einer speziellen Maschine kann man herausfinden, ob ein Schokokuss oder eine Praline schön knackt beim Draufbeißen. Oder wie sich Chips oder Kekse beim Kauen anhören. Es gibt über 2000 verschiedene Aromastoffe, die in der EU zugelassen sind. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Unternehmen scheuen dabei keinen Aufwand. Der Schweizer Lebensmittelriese Nestle unterhält weltweit 40 eigene Forschungszentren mit fast 4000 Mitarbeitern und investierte allein 2017 rund 1,55 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Der Mensch strebt nach Individualität. Das heißt, wir wollen uns an der Stelle auch abgrenzen. Und das ist was, was die Industrie auch bedient. Also diese unterschiedlichen Geschmäcker, sei es beim Kaffee, eben auch bei der Schokolade oder so. Das ist wieder diese Wahlmöglichkeit, die ich dem Kunden gebe. Und auch, ich sage es jetzt mal überspitzt, das Gefühl, dass jeder besonders ist. Deshalb wird nicht nur an den Nahrungsmitteln geforscht, sondern auch an echten Menschen, die solche Nahrungsmittel zu sich nehmen. In Sensoriklaboren werden sogenannte hedonistische Tests durchgeführt, um zum Beispiel so etwas herauszufinden. Was rot ist, wird automatisch als süß und fruchtig empfunden, selbst wenn ein farbloses Getränk süßer und aromatischer war. Erst ab 30% weniger Zucker merken wir überhaupt, dass ein Pudding weniger süß ist. Heiße Schokolade schmeckt in orangefarbenen Bechern am besten und Kaffee, wenn er aus einer teuer aussehenden Maschine kommt. Ein Würstchen wird als schmackhafter empfunden, wenn es beim Draufbeißen zweimal knackt. Doch nicht nur was, sondern auch wie viel wir essen, kann gesteuert werden. Bei natürlichen Lebensmitteln wissen wir, wann wir genug haben. Bei industriell verarbeiteten Produkten verlieren wir dagegen leichter die Beherrschung. Warum? Es liegt am Zucker. Ich heiße Robert Lustig und bin wohl damit berühmt geworden, dass ich gesagt habe, Zucker ist schlecht für euch. Zucker wirkt auf uns wie eine Droge. Über Nervenbahnen wird unser Belohnungssystem im Gehirn manipuliert. Es erhält das Signal, großartig, mehr davon. Der Grund dafür ist, dass dabei die Dopaminrezeptoren im Belohnungssystem runtergeregelt werden. Dopamin ist der Neurotransmitter, der Spaß vermittelt. Er sagt deinem Gehirn, das fühlt sich gut an, ich will mehr davon. Die Industrie setzt voll auf die Macht, die der Zucker über uns hat. In so gut wie allem, was in einem Becher, einer Schachtel oder einem Glas verkauft wird, ist Zucker. Deutschland und Frankreich konsumieren über 40 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Das sind 27 Löffel pro Tag. Die WHO empfiehlt höchstens 6 für Erwachsene. Zucker kann man aus meiner Sicht eigentlich gar nicht als Lebensmittel bezeichnen. Es ist ein Zusatzstoff, ein Süßungsmittel, das viele Kalorien hat,
und den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen lässt, aber gar keinen Nährwert. Also außer den Kalorien, den Kohlenhydraten ist da nichts drin. In herzhaften Dingen ist Zucker ein wirksames Mittel, unsere sensorische Sättigung einfach außer Kraft zu setzen. Wir spüren nicht, wann wir genug haben. Ohne Zucker würden wir viel weniger essen. Und vor allem weniger kaufen. Kartoffelchips mit Zucker und Salz werden hier Barbecue-Chips genannt und sind bei uns in den USA die absoluten Verkaufsschlager. Übermäßiger Zuckerkonsum macht abhängig, ziemlich genauso wie Alkohol. Damit werden wir Löffel für Löffel unserer Mündigkeit beraubt, uns frei zu entscheiden. Der Zucker manipuliert, was wir essen wollen und uns aussuchen. Die Lebensmittelindustrie hat spezielle Rezepturen entwickelt, die dazu verführen, viel mehr zu essen als nötig. Selbst Ratten können bei Kartoffelchips in einen regelrechten Fressflash verfallen. Das liegt aber nicht nur an der Würzmischung, sondern an dem Verhältnis von Kohlenhydraten und Fetten in den Chips. Bei 45% Kohlenhydraten und 35% Fett setzt jede Selbstbeherrschung aus. Tatsächlich ist die Lebensmittelverarbeitung inzwischen bedeutsamer als die Lebensmittel selbst. Es geht nicht darum, was im Essen drin ist, sondern darum, was mit ihm angestellt wurde. Schaut man sich Werbung für Lebensmittel an, sieht das alles ganz harmlos aus. Mit knackigen Haselnüssen, köstlichen Himbeeren. Kühne Natürlich-Gut-Dressings. 100% natürliche Zutaten. Ein leckerer Beitrag, deine Verdauung sanft zu unterstützen. Schau dir einfach mal eine Packung Fruit Loops an. Fruit, also Frucht, wird F-R-O-O-T buchstabiert. Das ist kein Tippfehler. In Fruit Loops sind keine Früchte. Das ist eine Marketingstrategie. Die wissen genau, was sie tun. Sie verkaufen Zucker. Wir werden mit bis zu 13.000 Werbebotschaften pro Tag bombardiert. Unter den Top 10 der Werbetreibenden in Deutschland waren 2020 5 Lebensmittelunternehmen mit insgesamt fast 2 Milliarden Euro Ausgaben. Also die Lebensmittelindustrie versucht ja grundsätzlich ein Bedürfnis zu erzeugen. Und dafür sind eben immer gut, dass wir etwas Bestimmtes erreichen wollen. Also wir wollen besser aussehen, wir wollen integriert sein in eine Gruppe, wir wollen irgendwie fitter sein. Also was auch immer es ist, das ist das, was praktisch die Werbung dann an Emotionen transportiert und was sich bei uns dann im besten Fall mit diesem Lebensmittel assoziiert. Wenn wir also täglich manipuliert und irgendwie ferngesteuert werden, haben wir überhaupt noch eine Chance, uns für gesundes Essen und die richtige Menge zu entscheiden? Natürliches Essen ist Nahrung. Verarbeitetes Essen ist Gift. Durch natürliches Essen kommen unsere Instinkte von allein zurück. Mit naturbelassenen Lebensmitteln trainieren wir uns wieder auf natürliche Aromen und sinnvolle Mengen. Wenn wir unsere natürliche Hungersättigungsregulation wiederherstellen wollen, dann hilft es auch wirklich, wenn man sich mal bewusst macht, dass alles, was man dem Körper zuführt, alles, was man isst, in den Körper eingebaut wird, verstoffwechselt wird und zu uns wird. Und dann kann ich mir überlegen, möchte ich lieber am Ende eine Packung Chips werden oder eine Handvoll Erdbeeren. Auch unsere Gefühle spielen eine Rolle, wenn wir zum intuitiven Essen zurück wollen. Der Mittelpunkt im intuitiven Essen ist Achtsamkeit und das ist dann auch der Schlüssel eigentlich. Also man kann so kleine Achtsamkeits-, auch Genussübungen zum Beispiel machen, bei denen ich eben einfach wieder mich mehr beobachte mit all den Geschmackswahrnehmungen, die ich habe, mit den Dingen, die dann vielleicht auch in meinem Körper passieren, wie voll fühle ich mich oder wie fühlt es sich eben dann auch später an. Was uns also von der Katze so fundamental unterscheidet, wenn es ums Essen geht, ist nicht unbedingt, dass wir ein so großes, schlaues Gehirn haben, sondern dass wir uns ein riesiges Angebot geschaffen haben und uns nicht mehr instinktiv dadurch navigieren, sondern unsere Gefühle dafür brauchen, die aber manipuliert werden können. Dankeschön. Wenn wir mit denen eng verbunden bleiben, können wir uns wieder besser entscheiden. Das macht mich jetzt ein wenig nervös. Also jetzt in dem Moment würde ich ganz klar sagen, der Apfel. Ich würde gerne den Apfel essen, weil er was Frisches, Fruchtiges hat.
Davon möchte ich gar nichts. Das klingt ungewöhnlich und ich meine es aber wirklich ernst, ich will die Paprika nehmen, weil ich Lust habe auf was Frisches, Knackiges, was auch ein bisschen süß schmeckt. Sieht sehr verlockend aus.